Hi Leute, ich krieg ständig eine Mail, dass ich online meine Daten bei der Sparkasse verifizieren soll. Wird Zeit, das endlich zu erledigen. So, dann wollen wir mal jetzt einfach hier auf den Link klicken. Halt, stopp! Und bloß nicht anklicken. Hallo? Ja, hi, sorry. Aber das ist eine Phishing-Mail. Jetzt wollte ich einmal rechtzeitig dran sein, um sowas zu erledigen. Pünktlichkeit ist hier löblich, aber falsch. Denn wir werden dich niemals per E-Mail kontaktieren, um irgendwelche Daten abzufragen. Ja, aber die Mail sieht total echt aus. Stimmt alles. Link, Logo, sogar mein Berater steht da drin. Ist trotzdem fake. Glaub mir, warum würde ich sonst in dein Video reinquatschen? Es gibt immer noch Leute, die auf so einen Link klicken und sich, Achtung Wortspiel, linken lassen. Okay. Krass. Aber was kann ich da tun? Also wenn das so echt aussieht? Immer wachsam bleiben. Und zur Not selbst bei deiner Sparkasse anrufen. Oder vorbeigehen. Aber sei beruhigt, du bist nicht allein. Schau. Ey Leute, die Sparkasse hat mir eine SMS geschickt mit einem Link. Soll ich den anklicken? Na, was glaubst denn du? Nein. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß zumindest, dass meine Sparkasse meine Handynummer hat. Das ist egal. Ohne konkreten Anlass schicken wir dir keine SMS. Okay. Nur wenn du wirklich einen Link angefordert hast über die Sicherheit deines Online-Bankings. Zum Beispiel beim Einrichten der Push-TAN. Gut. Hab ich nochmal Glück gehabt. Ups. Ah, hey. Hi. Passt mal auf, ihr zwei. Es geht noch dreister. Hi, Leute. Heute will ich euch was zur Betrugsprävention beim Online-Banking erklären. Oh, sorry. Ich geh mal kurz ran. Ja, hallo? Ja, hallo. Hier spricht Bernd Rather von Ihrer Sparkasse. Hallo? Es gab eine auffällige Kontobewegung bei Ihnen und zur Sicherheit wurde Ihre Karte gesperrt. Oh, das ist ja schlimm. Nein, das ist nicht weiter schlimm. Ich brauche nur kurz Ihre Online-Banking-PIN, damit ich Ihre Karte wieder entsperren kann. Ja klar, die ist ganz einfach. Die lautet... Nein, halt! Halt, stopp, tu's nicht! Was geht denn jetzt ab? Wo kommt ihr denn her? Hi! Und ich bin auch noch da. Okay, voll nett, dass ihr da seid, aber ich habe gerade wirklich zu tun. Ich will meiner Community zeigen, wie man Betrügerinnen nicht auf den Leim geht. Und was machst du gerade? Ich telefoniere mit meiner Sparkasse. Ach, wirklich? Creator 1 und Creator 2 klärt sie auf. Oha. Ey, es gibt mittlerweile die krassesten BetrügerInnen. Gib niemals deine Daten her. Nicht per Link. Auch nicht per SMS. Und auch nicht am Telefon. Wachsam bleiben. Ich weiß, das habe ich jetzt schon oft gesagt, aber ist halt super wichtig. Und niemals einen Link anklicken. Und am besten erst gar keine Daten eingeben. Also Leute, ihr wisst, wie es läuft. Teilt das Video. Auch an Leute, die vielleicht denken, dass sie niemals betrogen werden. Ob online oder am Telefon, bleiben Sie wachsam.